Mein Name ist Björn Ratte. Heute geht es um das Thema Personal Branding, Growth Hacking, LinkedIn. Ein paar Themen oder Dinge vorweg. Die Slides, wie man sieht, sind nicht typisch Magenta Telekom gebrandet. Wir sind neutral gehalten. Warum? Weil es mir darum geht, dass ihr das Möglichste mit rausnimmt und nicht abgelenkt wird. Es geht heute um euch. Und wie man schon hört, ich duze in den Vorträgen, weil ich auch glaube, dass wenn man angesprochen wird mit du, dass die Dinge besser hängen bleiben. Und es ist mir sehr wichtig, dass beim Thema Personal Branding die Themen hängen bleiben. Und die Slides sind auf Englisch, weil ich diesen Vortrag auch häufig im internationalen Kontext halte. Aber spreche ich auf Deutsch und halte den Vortrag auf Deutsch. Wer bin ich? Wie gesagt, Björn Rade ist mein Name. Ich bin seit 20 Jahren im digitalen Marketing. Ich habe 1999 mein erstes Buch auf Amazon bestellt und war so fasziniert von dem Thema Online-Marketing, E-Commerce, dass ich einfach hier hängen geblieben bin und gesagt, das möchte ich mein ganzes Leben machen, das ist so spannend. Und ich halte häufiger solche Vorträge und ich bin einfach absolut begeistert für Social Media, digitales Marketing. Und ich hoffe, dass die Leidenschaft, die ich für Social Media und LinkedIn verspüren habe, dass ich die auch heute übertragen werde, dass jeder, der hier rausgeht, sagt, ja, heute beginne ich auf LinkedIn noch aktiver zu sein. Das ist die Agenda für heute und für morgen. Also heute geht es darum, warum LinkedIn, warum ist LinkedIn wichtig? Dann das Thema Social Selling, was ist das eigentlich? Dann beginne ich mit, wie man sein Profil optimiert, wie man sein Netzwerk erweitert, also wie man Growth hackt, um größer zu werden. Und ich gehe einen Teil schon ein, wie man Content kreiert. Und morgen geht es dann weiter mit der Content Creation. Dann, wie man richtig auf LinkedIn verkauft, welche Tools es gibt, die ein bisschen helfen können und welche Tools es gibt, die man vielleicht eher nicht nutzen sollte. Dann gibt es einen Indikator, wie gut man eigentlich ist. Darauf gehe ich ein. Und wie ich mich grundsätzlich verbessern kann auf Social Media, kommt morgen auch nochmal. Warum eigentlich LinkedIn? Ich bin in jedem Kurs, und wenn ich vor allem Face-to-Face das gemacht habe in der Vergangenheit damit, warum ist jemand auf LinkedIn? Und stelle diese Frage in den Kursen. Und das sind die häufigsten Antworten. Man will in Kontakt bleiben, man möchte was Neues lernen. LinkedIn hat eine schöne Plattform, LinkedIn Learning, was zu lernen. Aber auch in seinem Newsfeed lernt man relativ viele neue Dinge. Man möchte Gleichgesinnte treffen, man möchte Updates aus seiner Branche bekommen. Zum Networking natürlich, aber auch zum Thema Self-Marketing und Personal Branding ist LinkedIn wichtig. Für Sales-Reason, also für Verkaufsgründe, wenn man Seller ist und was verkaufen möchte, nutzt das Thema Social Selling auf LinkedIn. Aber einige sagen auch für die Jobsuche. So hat LinkedIn ja mal stark angefangen, dass es mehr darum ging, seinen Lebenslauf online zu stellen und dass man dann gefunden wird, wenn man einen neuen Job sucht. Und wenn man jetzt ein großes Netzwerk hat, dann fällt alles davor Genannte leichter. Also nimm mal an, man sucht einen neuen Job und sagt das in seinem Netzwerk nur zu 5 Leuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass diese 5 Personen vielleicht einen Job haben. Hat man jetzt aber ein großes Netzwerk auf LinkedIn, 5.000 Follower oder 5.000 Connections und sagt das zu den 5.000 Connections, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand von diesen 5.000 Beziehungen einen Job hat oder jemand kennt, der jemand gerade sucht oder der einen weiterempfiehlt. Insofern sind alle Punkte, die ich vorher genannt habe, mit einem größeren Netzwerk viel effektiver. Und warum ist da LinkedIn besonders gut? Zum einen ist natürlich die B2B-Plattform, also eher businessorientiert. Zum anderen wächst LinkedIn gerade extrem stark. Ich muss dieses Slide hier permanent updaten, wirklich fast monatlich. Letztes Mal standen hier noch 720 Millionen Mitglieder, jetzt sind es schon 800 Millionen Mitglieder. LinkedIn selbst sagt, sie wachsen mit 3 neuen Mitgliedern pro Sekunde. Das ist wirklich enorm. Und neben TikTok ist es wirklich das am stark wachsende Netzwerk. So, wenn man jetzt natürlich dabei ist und jetzt anfängt und sein Real Estate auf LinkedIn aufbaut, dann wächst man mit diesem Netzwerk mit. Und deswegen empfehle ich jetzt auf LinkedIn sein Personal Brand aufzubauen. Nochmal kurz als Exkurs, womit verdient LinkedIn eigentlich sein Geld? Das sind 4 Säulen. Das eine ist die Hire-Säule. Also wenn man Recruiter ist, kann man LinkedIn Talent Solutions nutzen und kann die richtigen Mitarbeiter finden. Wenn man im Marketing arbeitet, kann man die LinkedIn Marketing Solutions nutzen und Anzeigen schalten und so seine Reichweite des Unternehmens erhöhen. Wenn man im Sales arbeitet, kann man die LinkedIn Sales Solution nutzen, den LinkedIn Sales Navigator, um besser seine Prospects zu identifizieren und besser mit seinen Kunden in Kontakt zu treten. Und wenn man was lernen möchte, gibt es die LinkedIn Learning Solutions. Die kosten auch Geld. Und hier hat man wirklich eine riesige Auswahl an Kursen, die man besuchen kann und kriegt dafür auch Zertifikate. Und neuerdings hat LinkedIn sogar eine Kooperation mit mehreren Universitäten, sodass man wirklich Credits für die verschiedenen Universitäten sammeln kann auf der LinkedIn Learning Solutions Plattform.
So, das war jetzt ein bisschen die Grundlage. Jetzt nochmal zum Thema Social Selling. Was ist Social Selling eigentlich? Wir haben ja eigentlich alle gemerkt, dass in der Pandemie es nicht mehr möglich war, Face-to-Face-Meetings zu machen, nicht mehr Face-to-Face zu verkaufen, nicht mehr wirklich unsere Kunden zu treffen. Alles ist viel stärker online gegangen, viel stärker in die sozialen Medien gegangen. Aber auch schon davor wurden sehr viele Entscheidungen in Social Media vorbereitet. Also hier eins, was mich wirklich sehr, was ich sehr interessant finde, ist, dass 85% der B2B Procurement Manager, also der Einkäufer, die schauen auf LinkedIn oder vertrauen eher einer Person, die sie kennen, in ihr professionelles Netzwerk, als wenn sie die Person nicht kennen. Also Aufbau von Trust, Aufbau von Vertrauen ist extrem wichtig, um professionelles Social Selling zu betreiben. Und ich gehe darauf morgen nochmal genauer ein, was das wirklich Social Selling bedeutet für mich auf LinkedIn. Ich will nur klar machen, es ist absolut notwendig, dass jedes Unternehmen auf LinkedIn aktiv ist. Als Unternehmen, aber auch seine Mitarbeiter dahin bringt, dass sie aktiver sind, um das Unternehmen zu repräsentieren. Es gibt für mich vier Bereiche des Social Selling. Das eine ist, ich habe schon Kunden und kann mit diesen Kunden auf LinkedIn in Kontakt bleiben. Also das klassische Custom Relationship Management. Ich interagiere mit den Posts, mit den Kunden, ich höre genau zu, was die Kunden wollen und bringe dann im richtigen Moment die Lösung ein. Das zweite ist, wenn ich zwar schon Kunden habe oder neue Produkte, kann ich natürlich mit existierenden Kunden neue Leads generieren. Sagen, hier, lieber Kunde, wir haben ein neues Produkt, schau es dir doch mal an, also generiere ich Leads. Dann komme ich näher dran und sage, ich will neue Kundengruppen erschließen, also meine Tagegruppe, was ist eigentlich meine weitere Tagegruppe, finde ich dann neue Kunden auf LinkedIn. Und in der Mitte steht die Personal Brand, weil wie gesagt, nochmal, es ist wichtig, dass Unternehmen mehr in ihre Mitarbeiter investieren auf Social Media als Unternehmen selbst mit ihrem Corporate-Profil. Weil einfach Menschen vertrauen Menschen. Und das die nächste Beispiel ist nochmal super dafür. Es ist so, dass viele Menschen, also Mitarbeiter eines Unternehmens, viel mehr Follower haben als das Unternehmen selbst. Weil Menschen möchten mit Menschen sprechen, auch auf Social Media. So hier ein Beispiel von Bill Gates, der hat deutlich viel mehr Follower als Microsoft selbst. Oder auch das deutsche Beispiel Tina Müller, CEO von Douglas. Sie hat viel mehr Follower, also sie hat eine hohe Followeranzahl, viel mehr Follower als Douglas selbst. Wenn jetzt diese beiden Personen etwas zu ihrer Community sagen, haben sie eine viel höhere Reichweite als die Unternehmen selbst. Und man stellt sich vor, auf alle Mitarbeiter übertragen, wie hoch die Reichweite des Unternehmens ist, wenn alle Mitarbeiter positiv über das Unternehmen sprechen. Insofern, Menschen möchten mit Menschen sprechen. Und das Gute ist, wir alle können solche Personal Brands werden. Hier ist ein Beispiel von Gary Vaynerchuk, der gesagt hat, das Smartphone, das Handy ist das Fernsehen und das Fernsehen ist das Radio. Wir verändern gerade unser Medienkonsum. Muss ich vorstellen, dass 50% der Zeit, die wir auf dem Smartphone verbringen, ist in Social Media. Das heißt, jeder von uns hat die Möglichkeit, sein Personal Brand in Social Media aufzubauen. Jeder von uns hat ein Fernsehstudio zu Hause und kann Videos von sich aufnehmen und kann diese Videos online stellen und zu seinem Personal Brand beitragen. Es werden natürlich einige sagen, ich bin doch schon auf LinkedIn. Ich bin doch da präsent. Aber wichtig ist zu verstehen, dass präsent sein und Profil haben heißt nicht, dass man sichtbar ist. Und ich erkläre euch heute, wie ihr mehr zu mehr Sichtbarkeit kommt und auch an dem morgigen Tag, wie man sichtbarer wird auf LinkedIn. So, jetzt aber genug gequatscht. Jetzt geht es euch natürlich darum, wie kann ich jetzt besser werden, wie kann ich sichtbarer werden. Fangen wir an mit dem Profil. Ich vergleiche das Profil immer ein bisschen damit oder diesen Start damit wie eine Party. Also wenn man zu Hause eine Party veranstaltet, dann muss man ja erstmal aufräumen, staubsaugen, wischen, man muss die Chips kaufen, man muss Bier kaufen oder Getränke kaltstellen in den Kühlschrank, damit man Gäste einladen kann. Und genauso ist es auf LinkedIn auch. Bevor man sein Netzwerk erweitert, muss man erstmal sein Profil optimieren und sein Profil aufräumen, damit auch wirklich andere LinkedIn-Mitglieder auf das Profil kommen. Hier sind ein paar Tipps. Zuerst müsst ihr euch überlegen, was ist euer North Star? Wo wollt ihr hin? Wofür wollt ihr stehen? Bei mir ist es so, ich möchte gerne, dass man sagt, Björn Ratte ist gleich digitales Marketing. Also muss mein Profil mit dem Keyword Digital Marketing, das muss einfach triefen. Und dann möchte ich natürlich mein Netzwerk erweitern. Das heißt, ich möchte, dass mir möglichst viele Personen folgen auf LinkedIn. Und auch das versuche ich in meinem Profil wiederzuspiegeln. Hierbei ist wichtig, dass man ein gutes Profil-Picture hat, also ganz oben ein Cover-Picture hat.
das für euch steht. Also ich habe hier die Golden Gate Bridge gewählt, weil ich sage, okay, Golden Gate Bridge ist gleich San Francisco, Silicon Valley und die Brücke verbindet quasi verschiedene Abteilungen, also IT-Abteilung mit der Marketing-Abteilung. Ist sehr philosophisch, ich weiß, aber ich fand das einfach nett. Man kann hier oben aber auch seine Telefonnummer eintragen, sagen, hey, bitte ruft mich an, wenn im Sales ist. Man kann ein Call to Action einbauen, indem man einfach eine Grafik hochlädt, wo drauf steht, bitte folgt mir hier auf LinkedIn. Dann weiter unten ist das Jobtitle oder die Headline. Hier ist es wichtig, nicht nur seinen aktuellen Jobtitel einzutragen, sondern auch nochmal, wofür man steht und was man noch so macht und auch ein Call to Action, was man erwartet. Also ich habe meinen Jobtitle eingetragen, ich habe eingetragen, dass ich auf Konferenzen spreche und dann der Call to Action, bitte folgt mir für digitales Marketing, wenn ihr mehr wissen wollt. Baut das in eure Headline ein. Dann, wenn das Profil weiter runter geht, sind Dinge, die man gemeinsam hat in der Highlight-Box, da gehe ich später darauf ein, warum die wichtig ist. Dann kommt die About-Section, die über euch Sektion, also wofür steht ihr? Und hier ist es wichtig, einfach zu sagen, hey, das bin ich, das mache ich und das ist der Call to Action. Was erwarte ich von Personen, die auf mein Profil kommen? Und wichtig ist in der About-Section auch schon Keywords einzubauen, wofür steht, also was euer North Star ist, womit soll man euch in Verbindung bringen, wenn man auf LinkedIn sucht. Also nutzt die About-Section auch für Keywords. Dann müssen wir weiter runter, kommt die Feature Section oder vorgestellt Funktion, muss es auf Deutsch sein. Hier könnt ihr Posts, die besonders gut gelaufen sind, platzieren. Ihr könnt ihr Artikel, die ihr geschrieben habt, auf LinkedIn platzieren. Ihr könnt ihr auch Dokumente hochladen. Also wenn ihr im Sales seid, könnt ihr hier ein Pitch-Dokument hochladen. Oder eben, was ich gemacht habe, ich habe mal ausprobiert, wenn ich einen Artikel schreibe, warum mir Menschen auf LinkedIn folgen sollen und habe diesen Artikel dort eingehangen und habe quasi einen zusätzlichen Call to Action, warum man mir auf LinkedIn folgen soll oder mit mir in Kontakt treten soll. Und weiter unten kommt dann die Activity Section. Hier seht ihr, wie aktiv eine Person ist auf LinkedIn und auch darauf gehe ich später nochmal ein. So was relativ neu ist, glaube ich, ist ein Jahr alt, aber es wird noch weniger genutzt, ist die Pronunciation Funktion, also euren Namen vorlesen zu lassen. Das ist, finde ich, insbesondere im internationalen Umfeld sehr schön, dass ich weiß, wie wird eigentlich die Person ausgesprochen, mit der ich ein Geschäft habe oder eine Geschäftsbeziehung habe. Als Recruiter finde ich das sehr gut, dass Bewerber wissen, wie ich ausgesprochen werde. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, hier einen kleinen Call to Action einzubauen. Also Björn Radde, follow me for digital marketing content. Wobei es auch, das habe ich schon gehört, Situationen gab, das fand LinkedIn nicht so lustig und hat dann den Account kurzfristig gesperrt. Also passt da ein bisschen drauf auf, aber was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist, euren Namen aufzunehmen. Und zwar geht das über die LinkedIn-App. Ihr geht auf euer eigenes Profil, geht auf den kleinen Bleistift hier und dann könnt ihr eine Audioaufnahme starten und habt dafür 10 Sekunden Zeit, euren Namen hier zu hinterlegen. Probiert es mal aus. Dann auch relativ neu, was wenig genutzt wird, sind die Cover Stories. Vielleicht habt ihr schon gesehen bei einigen, auf meinem Profil ist es bereits, wenn man das Profil besucht, gibt es hinter dem Bild, das wechselt dann zu einem kurzen Video. Wenn man draufklickt, kann man das ganze Video sehen und kann hier nochmal pitchen. Und genauso wie in der About Section, also bei euch Sektion, würdet ihr hier vorgehen und ein Video hinterlegen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und was erwartet ihr von dem Besucher, der auf eurem Profil ist? Ihr habt dafür 30 Sekunden Zeit. Auch hier ist nur möglich, auf dem mobilen Endgerät, also auf der App von LinkedIn das zu machen. Ihr habt neben eurem Bild oder bei eurem Bild so ein kleines Plus, so ein kleines orangefarbenes Plus. Klickt da drauf und dann könnt ihr ein 30-sekündiges Video aufnehmen oder ein 30-sekündiges Video hinterlegen, das ihr vorher aufgenommen habt. Also probiert das aus. Und natürlich auch hier nicht vergessen den Call to Action. Ganz wichtig, was erwartet ihr von den Besuchern eures Profils? Neu ist auch der Creator Mode. Den findet ihr in der Mitte eures eigenen Profils. Das ist so ein Dashboard, da könnt ihr Creator Mode an- und ausschalten. Dann passieren einige Dinge. Das erste ist, euer Connect-Button wird zu einem Follow-Button. Also man kann euch primär nur noch folgen. Man kann euch natürlich trotzdem noch sich noch mit euch connecten, aber es wird etwas schwieriger. Wenn ihr bereits eine große Anzahl an Connections habt, ist das sehr gut, einfach dann noch mehr Follower aufzubauen. Wenn ihr es dabei seid, euer Netzwerk aufzubauen, also erst 100, 200 Kontakte habt, würde ich den Follower-Button nicht nutzen, sondern ich würde erstmal versuchen, Connections einzusammeln. Ein weiterer Aspekt des Creator Modes ist, dass ihr Möglichkeiten habt, auf eurem Profil zu hinterlegen, worüber ihr redet. Also was sind eure Themen? Und da wieder dran denken, an euer North Star, wofür möchtet ihr stehen?
und das tragt ihr hier ein. Also die Cura zum Beispiel hat Mentorship, Design und Accessibility eingetragen. Ihr könnt da verschiedene Themen eintragen. Ich habe Digital Marketing und Social Media. Wofür steht ihr? Und tragt das hier mit ein. Das Gute ist, wenn ihr diese Hashtags, die dann auf eurem Profil stehen, später in euren Posts verwendet, bekommt diese Post nochmal einen gewissen Push, weil LinkedIn erkennt, okay, Björn spricht über Digital Marketing, Björn hat auf sein Profil Digital Marketing hinterlegt, also macht das Sinn, das Ganze einen kleinen Push zu geben. Also probiert es aus. Und was der Creator Mode auch bewirkt, ist, dass eure Anzahl der Follower dann direkt unter eurem Profil stehen. Also hier Keyword 1, 1200 Follower, die stehen dann direkt auf ihrem Profil ganz oben, ansonsten stehen die eher weiter unten und sind schwerer zu erkennen. Also probiert den Creator Mode mal aus. Neu hinzu kommt demnächst, dass ihr mit dem Creator Mode auch LinkedIn Live nutzen könnt und auch LinkedIn Newsletter verschicken könnt. Also ihr könnt dann selber Newsletter kreieren, könnt andere LinkedIn-Mitglieder aufrufen, euren Newsletter zu abonnieren und könnt dann monatlich einen Newsletter rausschicken über LinkedIn an eure Abonnenten. So, das war jetzt der Oberbereich eures eigenen Profils. Es geht ein bisschen weiter runter zur Experience Section, also eure Joberfahrung, was ihr bis jetzt gemacht habt. Hier sind ein paar Dinge richtig wichtig. Erstens, wenn es ein Corporate Profil für euer Unternehmen gibt, vernetzt euch richtig mit dem Corporate Account, also mit der Unternehmensseite auf LinkedIn. Warum ist das wichtig? Weil ihr dann, wenn ihr richtig vernetzt seid, auch auf der Unternehmensseite sichtbar seid. Also Personen, die bei T-Systems jetzt die Liste durchgehen von Mitarbeitern, finden euch dann. Insofern habt ihr eine weitere Möglichkeit, sichtbar zu sein. Das nächste dann den Jobtitel eingeben. Hier könnt ihr den richtigen Jobtitel eingeben, nicht irgendwie Fantasie oder irgendwelche Call to Actions. Hier ist wirklich gut, den richtigen Jobtitel einzugeben. Dann darauf achten, dass ihr nicht nur einen Job angefangen habt, sondern auch mal einen Job aufgehört habt. Ich sehe auch einige Profile, sieht man sehr häufig, die arbeiten bei drei Unternehmen gleichzeitig, weil sie einfach vergessen haben, dass sie auch einen Job mal wieder aufgehört haben. Und was gut wäre, ist die Location anzugeben, wo ihr arbeitet, also Frankfurt oder Düsseldorf oder München, weil es einfach auch Personen gibt, die suchen nach einer Location, also suchen Mitarbeiter in München und finden dann euer Profil eher, wenn hier die richtige Location eingegeben wurde. Und dann weiter unten könnt ihr euren Job beschreiben, also was macht ihr gerade? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, Fließtags, Bullet Points oder wie ich es gemacht habe, hier eine Auflistung von Keywords. Und hier auch wieder im Kopf behalten, nutzt die Keywords, für die ihr stehen möchtet, die Keywords, die in euren Hashtags sind, die Keywords, die in eurer About-Section sind, einfach um diese Konsistenz zu haben. Und wenn man dann noch Medieninformationen hochlädt, sieht man auch diese Medieninformationen. Hier könnt ihr, wenn ihr euch als Thought Leader positionieren wollt, sagen, ihr wart Speaker auf irgendwelchen Konferenzen. Wenn ihr im Sales seid, könnt ihr hier Pitch-Dokumente hochladen. Nutzt es einfach, es lockert das Profil ein bisschen auf. So, nach der Experience Section kommt die Education Section. Hier ist es wichtig zu hinterlegen, auf welcher Uni man war. Und nochmal, wenn ihr euch als Experte etwas positionieren wollt und ihr habt euch im Studium euch schon damit beschäftigt, schreibt auch die Inhalte des Studiums ruhig mit rein, weil dann sieht man, okay, das ist eine rote Linie, roter Faden im Profil, macht das gut. Und wenn ihr irgendwelche Kurse besucht habt an Universitäten, also nach dem Studium, während der Arbeit, schreibt die auch mit rein, weil diese Informationen werden später in der Highlight-Box herangezogen. Das heißt, wenn ich auf einem Profil bin und ich habe hier einen Kurs in Harvard besucht, dann sehe ich, der andere hat auch einen Kurs in Harvard besucht. Dann kann ich das nehmen als Anlass, einen Kontakt aufzunehmen. Gehe ich später nochmal ein. Also, connectet euch richtig mit der Universität. Das ist genau das gleiche wie beim Job, weil dann, wenn jemand nach Alumni sucht, findet ihr euch dann auch. Und einige Universitäten bieten auch Vorteile. Also, wenn ihr schon mal in Harvard einen Kurs besucht habt, kriegt ihr Rabatte auf den nächsten Kurs. Also, achtet auch darauf und zeigt nochmal, dass ihr den Kurs besucht habt, um eure Expertise zu stärken. So, dann wenn man weiter runter geht, kriegt man die Certification und die Volunteer Section, also die Dinge, die man nebenbei noch neben der Arbeit macht bei Volunteer. Hier auch versuchen, wenn ihr etwas habt, was euren Job unterstützt, tragt das da ruhig gerne mit ein. Und bei Zertifikaten ist mein Hinweis, wenn ihr User Credentials bekommen habt, tragt diese Credentials auch mit ein, damit man sieht, okay, ihr habt euch das nicht ausgedacht, ihr habt tatsächlich ein Zertifikat bekommen mit einer einmaligen ID, tragt die ruhig mit ein. So, wenn man dann weiter runter geht, kommt die Skills and Growth Section, also welche Fähigkeiten habt ihr und haben das andere bestätigt?
Und es mag jetzt banal klingen, aber guckt, dass da was steht und dass da ein bisschen auch jemand das bestätigt hat. Weil wenn ihr euer ganzer Profil davon trieft, dass ihr gut im digitalen Marketing seid, aber keiner bestätigt das, dann wirkt das auch sehr komisch. Also versucht, externe Expertise draufzukommen. Fragt einfach, hey, könntest du mich hier endorsen, dass ich gut bin im Sales, im Finance-Bereich, im Digital Marketing. Also nutzt diese Sektion. Ihr habt auch die Möglichkeit, bei einigen Bereichen, dass LinkedIn euch quasi das Endorsement gibt. Da kann man ein kleines Quiz machen, also einen kleinen Test machen. Den durchläuft man und dann bekommt man so einen kleinen Haken. Ich glaube, das ist inzwischen grün, nicht mehr grau. Dass LinkedIn bestätigt, ja, Björn hat Kenntnisse in SEO, weil er hat 90% des Tests richtig. Also kriegt ihr da auch nochmal Endorsement für. Probiert es aus und versucht, eure Skills hier zu hinterlegen und die bestätigen zu lassen. Und dann ein bisschen typisch amerikanisch, gibt es eine Recommendation-Sektion, also Partner, mit denen ihr zusammengearbeitet habt oder ehemalige Kollegen oder Chefs können euch empfehlen und über euch etwas schreiben. Das Coole ist, wenn ihr das für jemand anders macht, hackt ihr euch quasi auf das Profil des anderen. Hier die Marie, die hat mir 2017 eine Recommendation geschrieben und sie war bis jetzt die letzte, die meine Recommendation geschrieben hat. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich eine neue kriege. Und sie ist seitdem auf meinem Profil sichtbar, weil diese Recommendation wird angezeigt. Das heißt, sie hat eine Möglichkeit gefunden, sichtbarer zu sein auf dem Profil von anderen Leuten. Also probiert das aus, schreibt Recommendations für andere und so kriegt ihr auch mehr Traffic auf euer eigenes Profil. Müsst aber schauen, dass es ein bisschen ausgeglichen ist. Es sieht komisch aus, wenn ihr, was ich, 40 Recommendations für die anderen geschrieben habt, aber keine einzige bekommen habt. Dann sieht das auch so aus, okay, irgendwas stimmt mit euch nicht. Also versucht dann einen gewissen Ausgleich zu haben. Wie kann man nach Recommendations fragen? Ganz einfach, LinkedIn hat hier einen Prozess etabliert, einfach Ask for Recommendation, dann könnt ihr aussuchen, wen ihr fragen möchtet. Und dann wird der Prozess angestoßen, dass jemand für euch eine Recommendation schreiben kann. Und macht das ruhig aktiv. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch eure eigene Recommendation vorschreiben und sagen, hey, ich habe hier eine Idee, könntest du das nicht für mich posten? Und meistens ist das Copy-Paste von anderen, die posten das dann da rein. Oder sie schreiben es ein bisschen um, damit es auch so klingt, als hätten sie es geschrieben, aber es funktioniert ganz gut. Dann weiter unten kommen die Accomplishments, also was habt ihr bis jetzt erreicht? Und hier möchte ich auf zwei Dinge eingehen. Wenn ihr euch als Thought Leader positionieren wollt, macht es auch Sinn, dass ihr Artikel publiziert oder Blogbeiträge schreibt. Aber noch wichtiger ist eigentlich die Language-Sektion. Also gebt an, welche Sprachen ihr okay spricht. Warum? Wenn ihr im Sales seid und zum Beispiel jemand aus Frankreich möchte mit euch Kontakt aufnehmen und hat aber Angst, dass ihr nur Deutsch und Englisch sprecht, wird er vielleicht den Kontakt nicht aufnehmen. Und ihr verpasst da quasi eine Chance, ein Geschäft abzuschließen. Also schreibt dann rein, dass ihr Französisch spricht. Oder auch im Recruitment, wenn ihr ein Recruiter seid und es ist okay, im Unternehmen Englisch zu sprechen, aber auf eurem Profil steht, dass ihr nur Deutsch spricht, verpasst ihr vielleicht gute Talente, die nur Englisch sprechen können. Also versucht eure oder schreibt alle Sprachen, die ihr tatsächlich sprecht, hier mit rein in die Language-Sektion, damit andere das sehen. Dann weiter runter kommt die Interests, also welchen Gruppen seid ihr? Und diese Sektion ist auch wieder wichtig für Dinge, die man gemeinsam hat. Also wenn ihr in vielen Gruppen seid, habt ihr eine höhere Chance, nachher euch zu connecten. Kleiner Hinweis, LinkedIn hat die Gruppenzugehörigkeit auf 100 beschränkt, also ihr dürft maximal in 100 Gruppen sein, aber ich glaube, das reicht auch aus. Ihr könnt in Gruppen auch sehr aktiv nach anderen Mitgliedern gucken. Insbesondere natürlich in Gruppen, die mit euch was gemeinsam haben. Also ich bin ja Digital Marketing Heads beim OMR. Wenn ich da reingehe, habe ich eine riesige Auswahl, also 3000 Mitglieder, Deutschsprachige, mit denen ich mich connecten könnte, weil die Gruppenteilnehmer haben etwas mit meinem Thema digitales Marketing zu tun und es ist dann einfach, sich mit den Gruppen zu connecten. Also nimmt an Gruppen teil, seid da aktiv, connectet euch aktiv mit Gruppenmitgliedern. Und nochmal, es ist wichtig, nachher für Dinge, die man gemeinsam hat, um leicht in Kontakt treten zu können. So, dann gibt es die Profilstärke auf LinkedIn. Also LinkedIn schaut, wie gut ist euer Profil ausgefüllt. Und das ist ein bisschen wie bei Google. Also wenn eine Webseite die Suchbegriffe gut matcht, dann wird diese Webseite auch höher gerankt. Also auch die einer der Ranking-Faktoren. Und eine Webseite, die mehr ausgefüllt ist und Google mehr befriedigt, wird auch höher angezeigt. Und so ist es bei LinkedIn auch. LinkedIn zeigt natürlich am liebsten die Profile an, die gut ausgefüllt sind, weil damit hat LinkedIn zufriedene LinkedIn-Mitglieder.
wenn sie auf Profile kommen, wo sie auch was finden, das finden, was sie suchen. Also versucht euer Profil so gut wie möglich auszufüllen, um besser gefunden zu werden, um mehr sichtbarer zu sein. Man hat dafür diesen kleinen Indikator von Beginner to All Stars. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Superstar. Das ist Englisch, die englische Variante mit All Star. Aber ihr müsst gucken, dass ihr euch beeilt, weil LinkedIn rollt gerade Updates aus und dieser Profilstärkenindikator verschwindet. Ich habe ihn bis jetzt nicht wiedergefunden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich im Hintergrund wichtig für den Suchalgorithmus, dass das Profil gut ausgefüllt ist. Aber ihr kriegt keinen Indikator mehr, wie gut euer Profil ausgefüllt ist. Also füllt es so gut wie möglich aus, um auf der sicheren Seite zu sein. So, jetzt haben wir zu Hause aufgeräumt. Wir haben Bier gekauft, wir haben Chips gekauft. Wir möchten jetzt andere LinkedIn-Mitglieder einladen. Und ich gehe jetzt darauf ein, wie ihr euer Netzwerk erweitern könnt und andere LinkedIn-Mitglieder auf euer Profil aufmerksam macht. Und die einfachste Variante ist, nutzt die Suche. Also gebt in die Searchbar oben ein, mit wem ihr euch connecten möchtet, wen ihr sucht. Also sei es CEOs, sei es CIOs, sei es im Finance-Bereich Kollegen oder Gleichgesinnte. Ich gebe immer digitales Marketing ein und Digital Marketing, weil ich möchte mein Netzwerk sehr gerne mit anderen Digital Marketeers erweitern, um möglichst viel zu lernen. Also gebe ich hier Digital Marketing ein. Und damit bekomme ich eine lange Liste mit allen Themen oder mit allen Themen zum Bereich Digital Marketing auf LinkedIn. Ja, das sind Menschen, das sind aber auch Jobs, das ist Content, also Posts, das sind Kurse zum Thema LinkedIn, das sind zum Thema Digital Marketing, das sind Events zum Thema Digital Marketing, also eine lange Liste mit gemischten Topics. Aber ich möchte natürlich mich mit anderen connecten, also muss ich den Filter People auswählen, um eine lange Liste bekommen mit anderen LinkedIn-Mitgliedern. Man kann einfach auf People klicken, kriegt dann eine Liste. Man kann aber auch einen differenzierten Filter setzen. Ich habe hier mal noch einen alten Screenshot drin von LinkedIn, einfach zu erklären, welche Filtermöglichkeiten existieren. Wenn man andere Mitglieder in sein Netzwerk einladen möchte, sollte man natürlich bei den Connection Degrees nicht das erste Degree auswählen, sondern den zweiten und dritten Grades, weil den ersten Grad hat man ja schon. Also nehme ich hier zweiten und dritten Grades und dann könnt ihr selektieren. Möchtet ihr nur LinkedIn-Mitglieder in Deutschland ansprechen? Möchtet ihr auf die USA gehen oder auf Indien? Könnt ihr aussuchen. Möchtet ihr nur LinkedIn-Mitglieder ansprechen, euer Netzwerk hinzufügen, die in eurer Firma arbeiten oder vielleicht bei eurem Kunden arbeiten? Das könnt ihr hier alles filtern. Ihr habt hier wirklich sehr viele Filtermöglichkeiten, die ihr nutzen solltet. Kleiner Hinweis: Die Möglichkeit der Suche ist bei Nicht-Premium eingeschränkt. Also wenn ihr kein Premium-Mitglied seid, habt ihr nur eine gewisse Anzahl im Monat, um eine detaillierte Suche zu starten. Bei Premium ist das unendlich. Also könnt ihr so viel suchen, wie ihr wollt. So, ich habe jetzt gefiltert nach Digital Marketeer, USA und habe hier 62.000 bekommen, die zum Thema digitales Marketing in den USA arbeiten. Eine lange Liste und kann ich die Liste durchgehen und schauen, wen könnte ich denn einladen in mein Profil. Ganz wichtiger Tipp ist, klickt auf dieser Liste nicht auf Connect, auf den Connect-Button, weil dann seid ihr automatisch oder habt automatisch eine Anfrage rausgeschickt, eine Connection-Anfrage rausgeschickt, Connection-Request. Und das ist nicht gut, weil wenn jemand nicht auf meinem Profil vorher war und sich mit mir connecten möchte, dann wirkt das sehr komisch, weil die Person kennt mich ja gar nicht. Warum möchte die Person mit mir in Kontakt treten? Das sieht eher so aus, als möchte dieses LinkedIn-Mitglied nur Connections einsammeln. Und solche Anfragen nehme ich in der Regel nicht an. Also ich schaue, ob die Person, die mit mir in eine Verbindung eingehen möchte, quasi auf LinkedIn, auch vorher auf meinem Profil war und sich mit mir auseinandergesetzt hat. Und das empfehle ich euch auch. Also klickt nicht auf den Connect-Button, geht das auf das Profil der entsprechenden Person. So, jetzt bin ich hier auf dem Profil von Christina. Und bevor ich Connect drücke, gucke ich nochmal auf die Activity-Section. Ist Christina denn aktiv? Weil häufig ist es so, es sind zwar viele Menschen auf LinkedIn, aber nur wenige sind aktiv. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die auch eine Connection-Request annehmen, ist vielleicht eher gering. Also steht dann hier Activity, also in den letzten 90 Tagen nichts gepostet. Und dann ist es auch so, Personen, die über 30.000 Connections haben, können keine neuen Connections mehr annehmen. Also sie haben zwar mehr Follower, man kann die Person folgen und häufig sieht man ja auch Millionen von Followern auf dem Account
oder teilweise auch 45.000 Follower. Und da muss man im Hinterkopf haben, dass vielleicht hier, nochmal Christina, wenn Christina 45.000 Follower hat, kann es sein, dass sie 20.000 Connections hat und 25.000 Follower. Dann kann sie noch einen Connection Request annehmen. Wenn sie aber 35.000, 30.000 Connections hat und 15.000 Follower, dann kann sie keine neuen Connections mehr annehmen. Also das müsst ihr im Hinterkopf haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einer hohen Followeranzahl euer Connection Request annimmt, ist relativ gering. Also achtet darauf. Und was wichtig ist, wenn ihr den Connect-Button drückt, immer personalisiert eure Einladung. Erzählt, warum ihr mit der Person euch vernetzen möchtet. Und das sollte möglichst neutral sein und möglichst unverbindlich. Nutzt eine Anrede, also sagt auch: Hey, hi Christina, warum möchtet ihr euch mal connecten? Weil wir beide im digitalen Marketing arbeiten, relativ unverbindlich. Ihr habt dafür 300 Zeichen Platz. Ihr könnt auch auf mobilen Endgeräten eure Einladung personalisieren. Das zeige ich morgen nochmal, weil ich morgen nochmal einen Teil habe für mobile Endgeräte, was da besonders ist. Wenn ihr englischsprachig unterwegs seid und seid nicht englischsprachig Native Speaker, empfehle ich die Browser Extension Grammarly. Die guckt nochmal, ob ihr Rechtschreibfehler im Englischen habt, eure Grammatik korrekt ist. Das ist super. Und ganz wichtig ist, macht nicht Copy-Paste. Wenn ihr Copy-Paste macht, passieren Fehler. Dann schreibt ihr nicht: Hey Christina, schreibt ihr: Hi Detlef. Und dann habt ihr gleich schon die Anfrage versaut, weil das sieht dann nicht schön aus. Und wahrscheinlich wird Christina dann auch diese Anfrage nicht annehmen. Also kein Copy-Paste. Schreibt immer das immer rein, auch wenn es nervig ist. Nummer zwei, nicht so gute Beispiele für personalisierte Einladungen. Ich hoffe nicht, dass die Personen jetzt heute hier in dem Auditorium sind. Das erste ist, die Person möchte gerne mit mir sich vernetzen und dann auch gleich telefonieren. Wer mich kennt, weiß, ich mag nicht zu telefonieren, weil ich den ganzen Tag in Calls hänge. Es ist sinnvoller, sich mit mir, ja, mir zu texten oder eine E-Mail zu schreiben. Und ich finde es auch nicht gut, gleich ein Business vorzuschlagen bei einer Vernetzung. Also erstmal unverbindlich wäre sinnvoller. Und die Person unten, die hat für mich einen Copy-Paste-Fehler gemacht. Sie hat gesagt, wir arbeiten beide im Finanzbereich. Ich habe in meinem Leben noch nicht im Finanzbereich gearbeitet. Ich war immer Marketing. Also stimmt das nicht. Und ich weiß auch nicht, mit wem ich mich connecte, der Person in der Mitte, links oder rechts, weil drei Personen auf dem Foto sind. Auch diese Anfrage habe ich nicht angenommen. Wie kann man es besser machen? Indem man Highlights, also Gemeinsamkeiten, nutzt bei der Anfrage. Und LinkedIn hilft einem dabei. Wenn ihr auf Profilen seid, die noch nicht zu eurem Netzwerk gehören, zeigt euch LinkedIn Highlights an. Wenn ihr welche habt, wenn nicht, dann nicht. Zum Beispiel mit Steven habe ich 9 gemeinsame Kontakte, mit den 2 gemeinsamen Gruppen. Und hier mit dem Manuel habe ich 38 gemeinsame Kontakte. Und wir haben beide in Kassel studiert und in Harvard einen Kurs besucht. Und da kommt wieder das zu tragen, was ich vorhin erzählt habe. Hier würde ich jetzt sagen: Hey Manuel, wir beide haben in Kassel studiert und in Harvard einen Kurs besucht. Was für ein Zufall. Ich würde mich freuen, wenn wir beide uns verbinden, connecten hier auf LinkedIn. Und das funktioniert, weil es einfach unverbindlich ist. Und Personen gehen dann diese unverbindliche Kontaktanfrage auch ein. Und nicht am Anfang gleich schon pitchen. Noch ein Hinweis zu Kontaktanfragen, weil auch hier gibt es natürlich einige LinkedIn-Mitglieder, die es extrem machen, die ihr Netzwerk extrem erweitern wollen. LinkedIn hat Kontaktanfragen auf 100 Kontaktanfragen pro Woche reduziert. Dann könnt ihr erstmal keine mehr rausschicken und müsst warten, bis ihr wieder ja, genug Credits habt, um eure Kontaktanfragen rauszuschicken. So, LinkedIn hilft auch noch, andere Kontakte zu finden, also Kontakte, die mit euch zusammen passen, die zu eurem Profil passen, euch anzubieten. Das erste ist, wenn ihr eine Kontaktanfrage rausgeschickt habt, hier zu Christina, kriege ich dann: Hey, da gibt es noch Leute, die du vielleicht auch kennen könntest. So, und die kann ich dann durchscrollen und schauen: Ja, okay, vielleicht ist ja hier der Markus, aber über ABS, vielleicht ist das ja, passt das ja ganz gut zu meinem Netzwerk. Besuche auch nochmal das Profil von Markus und habe dann einen weiteren Kontakt, der vielleicht sinnvoll sein könnte in meinem Netzwerk. Was auch möglich ist, wo man darauf achten kann, ist, auf den Profilen der Personen gibt es dann rechts eine People Also Viewed und People You Maybe Know Sektion. Also, was wurde noch angeschaut? Welche Profile, die ähnlich sind wie die von Christina? Und welche könnte ich dann noch kennen? Diese beiden werdet ihr sehen, diese beiden Boxen. Schaut diese Liste durch. In der Regel ist es so,
dass hier dann andere Digital Marketer stehen und das auch nochmal hochwertige Kontakte sein könnten. Also klickt ruhig dann alle Profile an und schaut euch die Profile genauer an und fügt dann, wenn die Profile passen, die Personen passen, diese auch zu eurem Netzwerk hinzu. Also ladet sie ein. Man sieht hier auf diesem Screenshot, dass LinkedIn vielleicht einen kleinen Bug im Algorithmus hat, weil es sind nicht nur Personen, die im Digital Marketing arbeiten. Es sind insbesondere von 5 Profilen 4, die genauso aussehen wie Christina, also blond, junge Frauen. Ich hoffe, dass das wirklich nur ein Bug ist bei LinkedIn und dass der Algorithmus dann nochmal optimiert wird. Also schaut euch das mal an, wird bei euch wahrscheinlich genauso sein. Und auch hier der Hinweis, diese Ansicht, wenn ihr das sehr häufig Profile besucht, wird diese Ansicht irgendwann ausgegraut, wenn ihr kein Premium-Mitglied seid. Also ihr habt diese Möglichkeit nicht immer. Am Beginn des Monats könnt ihr es intensiver nutzen, wahrscheinlich am Ende des Monats eher weniger. So, wo findet man noch gute Kontakte? Wie schon gesagt, auf dem Profil von anderen kann man auch gute Kontakte finden. Das eine ist in der Recommendation-Sektion. Ich hatte vorhin von Marie gesprochen, die mir eine Empfehlung hinterlassen hat. Die ist sehr sichtbar auf meinem Profil und natürlich auch für andere wertvoll, weil wir beide schon zusammengearbeitet haben. Also haben wir gewisse Gemeinsamkeiten und andere könnten Marie auch ansprechen, ob sie sich mit den Personen connecten wollen. Und auch in der Skills Endorsement-Sektion sieht man, wer euch endorsed hat, also wer eure Skills bestätigt hat. Klickt da drauf und auch dort findet ihr sehr wertvolle Kontakte oder Personen, die ihr eurem Netzwerk hinzufügen könnt. Dann schon angesprochen, in LinkedIn Groups findet man auch sehr, sehr spitze Kontakte, die man seinem Netzwerk hinzufügen kann. Also schaut in verschiedenen Gruppen. Hier mit dem Patrick bin ich in, glaube ich, ein paar gemeinsamen Gruppen, aber er ist auch in verschiedenen Gruppen. Geht da rein und sagt, okay, wenn ich mit Patrick connected bin und er ist in den Gruppen, sind wahrscheinlich dort auch Personen zu finden, die gut zu meinem Netzwerk passen können. Also gehe ich in die Gruppe von Patrick rein, wo er mit dabei ist, vielleicht ein IBM oder ein Dell und schaue mir die Gruppe mal an, suche mir da Profile aus und sage, ja, die passen und füge sie meinem Netzwerk hinzu. Und wichtig ist, wenn ihr Kunden habt, geht auf die Corporate-Seiten, geht auf alle Mitarbeiter, diese People-Liste und auch dort findet ihr sehr wertvolle Kontakte für euer Netzwerk. Und deswegen ist es wichtig, nochmal zum Anfang zurückgesprungen, dass ihr euch richtig mit eurer Firma connectet. Weil hier diese von Tableau Software, diese 5.232 Mitarbeiter, haben sich alle richtig mit Tableau Software connected. Tableau hat natürlich viel mehr Mitarbeiter, aber A, sind nicht alle auf LinkedIn und B, haben nicht alle, die auf LinkedIn sind, sich wahrscheinlich richtig mit Tableau connected. Also achtet darauf, weil dann werdet ihr auch gefunden und seid sichtbarer. Und andersrum könnt ihr hier Mitarbeiter identifizieren, die ihr zu eurem Netzwerk hinzufügen könnt. So, und dann eine Möglichkeit, die meistens unterschätzt wird, das sind Posts von anderen Personen, relevanten Personen, also vielleicht eurem CEO oder eurem gesamten C-Level, CMO und auch vom Unternehmen selbst. Weil unter diesen Posts reagieren ihr Menschen drauf. Und die Menschen, die darauf reagieren, haben in der Regel eine gewisse Affinität zu der Branche, zur Person oder zu eurem Unternehmen. Also jetzt hier zum Beispiel, wenn Club Med was postet und darunter reagieren 800 Menschen drauf, haben die eine gewisse Affinität zu Club Med. Und wenn ihr bei Club Med arbeitet, macht es ja Sinn, mal die Liste anzuschauen und vielleicht sind da Personen dabei, die gut zu eurem Netzwerk passen. Also klickt auf die Reactions unten, dann kriegt ihr eine lange Liste mit allen Personen, die auf diesen Post reagiert haben. Am Anfang sind die First-Degree-Connections, also euer Kontakt der ersten Grades. Die braucht ihr nicht, die habt ihr schon. Scrollt runter und dann geht's los mit zweiten Graden, dritten Grades. Und guckt euch mal die zweiten Grades an. In der Regel sind das sehr wertvolle Kontakte, die ihr auch zu eurem Netzwerk hinzufügen könnt. Also eine gute Quelle für wertvolle Kontakte. Dann achtet auf euren Newsfeed. Häufig teilen eure Kontakte Posts von anderen. Und auch diese anderen können sehr wertvoll sein. Also zum Beispiel hier der Luis, was von Fabian geteilt. Beide arbeiten bei Microsoft. Also ich vielleicht als Microsoft Account Manager könnte mir vorstellen, dass ich auch gerne Fabian in meinem Netzwerk haben möchte und spreche dann den Fabian an. Also gehe auf sein Profil, gucke mir das Profil an, sage, hey, ich habe gesehen, der Luis hat deinen Post geshared. Würde mich freuen, wenn beide uns connecten können. Erstmal relativ unverbindlich. Funktioniert und ihr habt eine schöne Quelle auf eurem eigenen Newsfeed. Was auch häufig unterschätzt wird, sind die Profil-Visitors. Also in eurem Dashboard könnt ihr sehen, wer euer Profil besucht hat.
Im Premium-Account könnt ihr jeden sehen. Im Nicht-Premium-Account habt ihr dafür, ich glaube, die ersten zwei, drei kann man sehen. Schaut euch an, wer euer Profil besucht hat. Hier zum Beispiel Christina. Seht ihr, es ist schon First Degree Connection. Vorhin, als ich die Präsentation erstellt habe, war sie noch nicht First Degree Connection. Also kenne ich, habe ich. Jonas ist Kollege. Sarah ist meine Frau. Patricio macht irgendwas mit Engineering. Weiß ich nicht. Aber der Mike, der ist hier Mittelstand digital verstehen, würde wahrscheinlich gut zu meinem Netzwerk passen. Gehe ich auf sein Profil. Schreibe ihm, hey Mike, ich habe gesehen, du warst mein Profil, vielen Dank dafür, würde mich über eine Vernetzung freuen. Funktioniert. So, jetzt haben wir besprochen, wie wir unser Profil sauber machen, wie wir aktiv auf andere zugehen, aber das Coolste ist ja, wenn andere auf uns zukommen mit unserem Content, weil wir guten Content kreieren. Und darauf gehe ich jetzt ein. Wie kreiere ich Content? Und morgen geht es dann weiter. Welchen Content gibt es denn auf LinkedIn? Das sind die klassischen Posts. Dafür habt ihr 3000 Zeichen Zeit, Platz, um euren Post abzusetzen. Ihr könnt aber auch kurze Videos von euch machen und auch Bilder von euch hochladen. Und wenn man an das Thema Personal Branding denkt, macht es ja Sinn, dass man sich selbst zeigt. Und euer Gesicht ist euer Logo. Also zeigt euer Gesicht relativ häufig. Also ladet kurze Videos hoch. Auf LinkedIn kann man 10 Minuten Videos nativ hochladen. Ansonsten muss man es auf YouTube hochladen und verlinken. Zeigt Bilder von euch selbst. Ihr könnt aber auch, was LinkedIn gerne mag, andere loben. Also wenn ihr ein Projekt zu Ende habt, lobt andere, taggt die Person, bietet eure Hilfe an. Ihr könnt Umfragen starten. Momentan mag LinkedIn sehr gerne Umfragen und boostet diese Posts mit Umfragen. Habt ihr wahrscheinlich selber schon gesehen. Ihr könnt Artikel schreiben, ihr könnt Newsletter versenden, wenn ihr Creator Mode anhabt. Und es gab auch mal die Möglichkeit, Stories abzusetzen auf LinkedIn. Das hat LinkedIn aber im September eingestellt, weil es nicht so erfolgreich war. Und LinkedIn arbeitet gerade einen Nachfolger für die Stories, die mehr interaktiv sein sollen. Wie sieht jetzt so ein Post aus? Also es ist jetzt nicht der perfekte Post, aber einer, der ganz gut funktionieren könnte und auch ganz gut funktioniert hat. Startet euren Post mit einer Frage oder auch gerne mit einer Provokation, um Aufmerksamkeit zu generieren. Damit Leute, die durch ihre Timeline mit dem Daumen scrollen, auch hängen bleiben und sagen, ja, die Frage möchte ich beantworten oder hey, was sagt Björn denn da? Das ist totaler Quatsch, da reagiere ich jetzt drauf. Also Frage oder Provokation. Dann versucht, Unternehmen zu taggen oder auch andere Personen zu taggen. Also ich habe hier LinkedIn Marketing Solutions getaggt, weil dann weiß der Social Media Manager von LinkedIn Marketing Solutions, dass er darauf reagieren könnte, weil die Firma getaggt wurde. Und auch das gesamte LinkedIn-Team, das ich kenne in München, habe ich getaggt, weil die würden dann darüber benachrichtigt, dass sie getaggt worden sind und können darauf reagieren. Kleiner Hinweis ist aber, achtet darauf, dass diese Personen auch wirklich reagieren. Weil wenn ihr häufiger andere Personen taggt und die reagieren nicht drauf, dann wirkt das so ein bisschen wie Spam und LinkedIn straft euren Post ab. Dann nutzt relevante Hashtags. 3 bis 4 ist so die Regel auf LinkedIn, nicht mehr und auch nicht weniger. Und relevant bekommt ihr raus, indem ihr die Hashtags oben in die Suche eingibt. Und dann seht ihr, wie viele Personen einem Hashtag folgen. Also bei Digital Marketing, sonst gab es 29 Millionen Personen folgen einem Hashtag. Und Digital Marketing ist der Hashtag, den ich auf meinem Profil habe. Also kriegt dieser Post einen gewissen Boost von LinkedIn. Dann wichtigen Call to Action, also was sollen Menschen machen? Auch hier könnt ihr reinschreiben, bitte hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren, damit ihr ein bisschen euren eigenen Post pushen könnt. Dann ein Link, wenn ihr einen externen Artikel postet, ist meine Empfehlung, packt den Link in den Post selbst rein. Ich weiß, es gibt Diskussionen, da sagt man, okay, man soll den Link ins erste Kommentarfeld schreiben, weil LinkedIn es nicht gerne mag, wenn man Traffic rausschickt aus der Plattform, das ist eigentlich bei allen Social Media Plattformen so. Deswegen das erste Kommentarfeld und dann darauf hinweisen, dass der Link im ersten Kommentarfeld steht. Ist ein bisschen doof, wenn man 50 Kommentare bekommt, weil dann findet man diesen Link nämlich nicht mehr, weil LinkedIn rankt nach relevantesten Kommentar oder letzten Kommentar. Also das ist ein bisschen schwer, deswegen sage ich das, macht das da oben rein. Denkt an eure Audience. Dann zeigt People, also zeigt euch selbst und nochmal People want to talk with people. Wenn es nicht euch selbst ist, zeigt ein Team oder zeigt andere Gesichter. Weil es einfach wichtig ist, Menschen bleiben dann eher hängen. Und was ich noch gemacht habe, ich habe ein psychologisches Element genutzt. Ich habe hier ein LinkedIn-Kissen in den Hintergrund gestellt, also das LinkedIn-Logo, damit ihr sofort sieht, dieser Post handelt von LinkedIn und bleibt dann auch hier stehen. Und wenn ihr Kommentare bekommt, reagiert auf die Kommentare. Also Kommentare sind wertvoller als nur ein Like oder ein anderes Engagement. Wenn ihr einen Kommentar bekommt, reagiert drauf und versucht so euren Post noch mal ein bisschen stärker zu pushen. Und ihr solltet auch reagieren mit mehr als 5 Wörtern, also nicht
danke für dein Feedback, sondern eher so, ja, danke für deine Gedanken dazu, sehe ich genauso oder was denkst du denn von? Stell mir eine Frage, um die Konversation am Laufen zu halten. Und auch wenn ihr Kommentare abgebt, mehr als 5 Wörter, nicht einfach nur nettes Foto, Björn. Das hilft nicht. Das wird auch nicht dann den Post pushen. So, das jetzt zu einem guten Post. Probiert es mal aus. Apropos ausprobieren. Ich habe ein bisschen eine Hausaufgabe für morgen. Wer Lust hat, fangt mit eurem Profil an, pimpt das. Nutzt die Suche und connectet euch mit mindestens 5 Mitgliedern. Dann habt ihr bis morgen bestimmt 4 neue. Probiert es aus und kreiert einen Post. Ja, ihr könnt einfach sagen, hey, Personal Branding funktioniert nicht. Meine Hypothese hatte heute einen Call, hatte heute eine Session mit Björn Radde. Was denkt ihr darüber? Also seid vielleicht provokativ und dann werdet ihr drunter einen Kommentar bekommen, natürlich funktioniert es. Oder ihr könnt es auch nett formulieren. Also postet über das heutige Event und schaut, was passiert. Ihr könnt aber auch andere Themen posten, ich habe ein paar Ideen für euch. Schreibt darüber, also womit ihr angefangen habt, wie ihr in eurem Job angefangen habt. Shared eure Learnings, also was habt ihr gelernt in der Vergangenheit? Wo habt ihr auch vielleicht Probleme gehabt, also eure Struggles? Was sind Hürden und wie habt ihr sie überwunden? Wenn ihr euch als Experte platzieren wollt, teilt aktuelle Trends in eurem Bereich, versucht bei Trends auch der Erste zu sein, der darüber spricht, schreibt, was euch motiviert. Auch sehr häufig wird genutzt, welche Tools ihr nutzt. Also gebt Tooltips, um anderen zu helfen. Inspiriert mit eurem Post ein bisschen und schreibt über eure Werte. Wofür steht ihr? Also ein paar Ideen, die ihr nutzen könnt für einen Post. Probiert es aus.